dann reinsteigst, ist auch eine Folge. Ja, genau. In jedem SUV, wo du dann reinsteigst, hast du dann. Und wenn die Batterie leer ist, ist sie nicht leer, dann gehst du zum Tankstelle und füllst sie auf. Sorry. Medkit oder so, das findet sich, das findet sich gleich. Ja, das finde ich gut. Was? So weiter kommt es nicht. Nein. Nee, ich krieg ja auch normales Leben dazu. Es war jetzt nicht sonderlich viel, ja, aber da oben ist auch ein bisschen Obst, das ist auch noch gut. Nein, klar, ist jetzt erstmal jetzt nicht viel, aber das erste mit dem Obst zusammen jetzt hier, mit dem Gemüse, bin ich jetzt gleich schon wieder voll. Wir hatten auch noch mehr welche. Was ist jetzt? Nein. Die nächsten Gegner. Nein. Oh, verdammt, ist auch so. Ja, das ist so geil. Hallo, ich hätte halt doch aus jetzt. Aber was halt geil ist. Ach ja, und zack. Das ist schwierig, ich mal. Wollen die beiden? Ja, nur das normale Schild. Nein, nein. Ja, aber das wird sich auf dem Automat wieder auf. Nein! Ja, das ist halt das. Das weiß halt nie, was dann kommt, während du kommst. Fahr zurück. Wenn du vorne, wenn du bei dem da wieder Parkplatz. So, da wird 3, 7, 6. 7, 3, 7, 6. Das ist das meiste Passwort, was er immer will. Tja. Was? Eine Porsche? So. Ich dauert nicht mehr lang, es jetzt noch 11 Spieler, die leben, und dann hast du mehr gehen. Dauert jetzt noch 10 Minuten, vielleicht maximal. Nein, ab!
Das mit dem Spielen oder was? Zwei. Ja, aber ich alle Ruhe. Also das fällt, das geht mir auch nicht in den Kopf. Jetzt ist nur noch einer, also. Ja. Ja, sehr ganz vor Schuld. Wahrscheinlich der Code nicht mehr ganz durchgehen. Zurückfahren. Ja, die wollen ja eine ganze Woche bleiben. Nein. Ah ja. Das hat man schon gehabt. 7, 6, 7. Das wenn es verschoben ist. 11, 49. Ja, das muss in der Mitte stehen. Warte mal, ich guck mal, da ist ja ein Professor hier draußen. Das hat aber auch gemacht, 11, 49. Das ist Geburtstag von Robert. Okay.
Kenny, sag mir. Frag für nichts. Ich bin jetzt auch fertig. Kann auch gleich gehen. Ich warte jetzt auch, bis er fertig ist und dann kann er gehen. Ja, wenn jetzt fahren wir dann gleich. Wir warten so kurz. Ich trinke noch mal ein Schlückchen vielleicht. Was denn? Du hast das letzte Mal, glaube ich, Cola. Du hast Cola, glaube ich. Ja, ja, Cola auch heute. Ah, ja, genau. Ihr habt kein Sprudelwasser so da? Ja, anscheinend nicht mehr. Okay, dann muss ich mich was kriegen. Hat Schatz? Hast du der Melanie nicht mal die E-Mail gegeben? Jo. Jo. Ja, dass ich mein Dienst wäre. Ich hab dir ja auch gesagt gehabt, die Nummer war. Wir? Ja, aber wir haben zigtausend, also 0576. Dein Geburtsdatum? Das Ganze auch nochmal umgedreht. Erstes Geburtsjahr und dann im Monat. Ja, nur 7-3 hatten wir auch schon mal. Das können wir nochmal probieren, stimmt. Also 7-3-10 oder 7-3-0-7. Das könnten wir auch nochmal probieren. Schrei doch noch lauter! Ich bin der Meinung, es war 0104. Mach mal 0104. Das halt in der, in, also genau in der Mitte müssen die alle sein und dann der linke. Ich weiß es nicht. Ich bin also mehr den 0923. Warte mal, ich muss mal gucken, vielleicht schaffe ich einfach den letzten Beispiel. Vielleicht habe ich Glück und ich habe es nicht fotografiert. Ja gut, dann müssten wir gucken, dass er in den Wohnwagen irgendwie rein. Ja, aber da kommen sie ja nicht rein. Er sucht einfach nochmal alles durch. Fabian soll mal probieren. Wie gesagt, 1149, 7376, dann umgedreht 7673.
alles nochmal durchprobieren. Warte mal, ich gebe dir mal die Silber, ich soll dir das mal weiter, weil dann kann ich hier suchen. Ich schaffe mich nicht. Was habt ihr denn bezahle jetzt? Eigentlich alles. Hier 9 und die 11. Und umgekehrt 11,49. Die Schuppen haben wir nichts drin, die haben wir jetzt erst hingestellt. Mach mal 11,11. €11,99 wäre auch noch eine Möglichkeit. Zwei. Und der Geburtstag, also und der Hochzeits. 11,99 probieren. €99,11. Das sind halt 3 Millionen Bilder hier. Wenn du es nicht probiert, dann die 23,23 nutzen. Das kann doch nicht wahr sein, dass das Ding jetzt. Also das ist auch nicht. Finde ich auch mittlerweile. 23,02. Umkehr. Oder nicht sein, das muss doch irgendwas davon sein. Was soll ich denn sonst nehmen? Null eins drei null fünf sieben sechs, das haben wir glaube ich auch schon gehört. Naja, ich versuche jetzt alles miteinander eure Geburtsdaten. Eben. Und also die Fabienne 23,22. Ja, nicht 01,22. 23,01. Ich hatte es dir ja noch gesagt gehabt, aber ich habe gesagt, das ist eigentlich einfach. Also draußen, ja, die haben wir ja alle gleich abgeändert. Aber ich habe innen drinnen haben wir 0576 haben wir drin, das war deins. Also habe ich draußen definitiv was anderes. Und ich bin der Meinung, entweder 1149 oder 4911, 1007 oder 0773, genau. Und? 1305? Genau, 13 und 5 wäre auch eine Möglichkeit. Wenn ich deine dann nicht merken kann. Also auch mit euch. Ja, das ist natürlich jetzt nicht die Scheiße. Ich sehe hier überhaupt nichts. Ich habe hier so viele. 13. Du hast das
Du hast das Ding ziemlich am Anfang gemacht, gell? Ja. Wie lange haben wir das jetzt? Das ist jetzt das dritte Jahr, gell? Aber ich habe das halt auf die Jahreszahl runtergegangen. Würde ich nie machen, so. Nein, nein, das weiß ich ja gar nicht. Aber wir sind jetzt im dritten Jahr, gell? Ja. Geht auch nicht? Mach mal 45, 48. Ich hab noch eine andere Idee, die man machen kann. Okay, also ich habe hier nichts. Aber ich habe eine andere Idee, die kommen auf jeden Fall hin. So, ich bin jetzt. So, pass auf, folgendes Plan, weil das wird so nichts. Du gehst jetzt an das große Fenster. An der Seite, genau. Das ganz große. Da machst du dann dieses Rollo, das machst du auf, machst das hoch. Schiebt die jetzt über das Seitenfenster rein. So, ja. So, genau, mach das richtig fest, so wie ihr es gelernt habt. Aber die sind deine Eltern, die sind deine Mutter. Ich wollte gerade sagen, deine Mutter ist so groß wie ich. Und den hat es nur Low Carb und dann hat er gesagt, du kommst von Low Fat
Ich dachte, das muss ich einfach mal ausprobieren. Ja, also du hast ja in der Regel da, wo die Heckklappe reingeht, hast du ja so ein Metallring. Ja. Da würde ich sie befestigen, da müssen wir sie eigentlich befestigen. Die haben es halt damals nicht befestigt, dann ist weggerückt. Und die Chiara war ja dann eh schon zu alt, die Finale ist ja auch ängstlicher. Da befestigen, rechts und links. Ich habe doch gar nichts gemacht. Ey, ich habe nicht mal was gemacht. Rechts und links mitlaufen. Ja, mach doch. Rechts und links mitlaufen, um ja einfach auch mal die Sicherheit zu gehen, je nachdem, wie die drauf ist. Ja, ja. Und dann, wenn sie das kann, ist es okay, aber immer dabei stehen bleiben, nicht einfach putsch, gib oder raus, sondern schon dabei stehen bleiben, okay. Weil die ist auch nicht der Fall. Und schick mir, mach mal ein Foto von diesem Blatt und schick mir das dann. Weil das muss ich mir nämlich gleich anschauen. Ich habe das nämlich schon auch. Das ist offen, gell? Gut, und das hab ich die ganze Zeit im Kopf gehabt, wollte ich noch sagen. Ist das? Aber gut, jetzt haben wir es ja auf die Art und Weise hingekriegt. Ja, ja, alles okay, das hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Also, nee, aber das ist mal, wie leicht man eigentlich da reinkommt, das Ding. Ja. Das ist ja das, was ich sage. Also, ein wirklicher Schutz ist es halt nicht. Ja. Ja. Genau. Nee, aber wie gesagt, das jetzt haben wir es quasi Glück. Und wenn ihr dann fahrt, dann tut ihr den also schließt ihr draußen ab und tut den wieder unten rein. Geht aber her und tut den Schlüsseltresor, wenn ihr den Schlüssel jetzt da draußen habt, ihr benutzt den ja nicht. Den kannst du auch an deinen Autoschlüssel dran machen oder irgendwo dran gemacht, dass du den nicht verlierst, weil das ist auch wichtig. Und dann tust du den Tresor draußen aber wieder zumachen, damit keiner die Nummer sieht, was einer drunter ist. Falls euch jetzt jemand beobachtet hat oder so. Genau, gut, dann haben wir das. Ja, nicht zu danken. Das ist halt, dafür habe ich das ja extra so positioniert. Nur ist halt doof, wenn man selbst die Zahn hineinfällt. Genau, also mir wäre es fast. Also ich habe mir schon überlegt, ob es die ist, aber gut. Was soll's. Okay. Genau, dann macht man weiter und genau, genießt die Zeit. Also, bis dahin, ciao. So blöd.